jetzt. Sie überlegt sich bis morgen, ob sie geht. Die ist ja. Ich werde vorher in die Kacke getreten. Meine Güte. Ja. Wenn du gehst, dann geh so, dass du nicht mit Wut im Magen bist. Geht. Schlimmer geht immer. Sonst würde es diesen Sprung nicht geben. Bis jetzt traf er immer wieder zu. Und ich weiß, was ich hier gelernt habe? Dass Ehrlichkeit scheiße ist. Wirklich. Nein. Ich werde nie wieder wirklich ehrlich sein. Schatz. Nie wieder. Wenn mich irgendwas fragt, was einfach privat ist und was sonst keinen angeht, außer die Person, die es betrifft, werde ich lügen und werde sagen, es ist nichts. So doof das klingt, sei stolz auf dich, so wie du sind die wenigsten Menschen. Ehrlichkeit, dazu stehen, Personen anzusprechen, mit denen man ein Problem hat, beziehungsweise wo man sich seiner Gefühle gerade total verwirrt ist. Und da gerade zu stehen und wirklich hoch erhobenen Haupt. Dankeschön. Wie du hammer schon ist dieses scheiß Lifetime endlich vorbei. Klar. Wer weiß, Steffi, vielleicht kommt heute ja noch was Positives. Ja, wäre schön, aber glaube ich nicht. Vielleicht kam bis jetzt nicht. Dann wird es jetzt dann auch nicht kommen. Steffi, geh jetzt in Metro 2. Oh, komm mal her. Ich wünsch dir echt von ganzem Herzen, dass du irgendwas Positives hast. Ich hoffe auch. Ich hab dich so lieb, sei stark, bitte, Schatz, echt. Hör mich nicht, ich muss selber wissen, was gut für mich ist. Er ist jeden Abend im Fernsehen und er ist bei mir. Dann sag ich, seit heute Abend bist du noch weiter weg wie vorher. Sag dann nein. Das glaube ich nur. Oder ich soll ihm und den Leuten draußen zeigen, dass er mir was bedeutet. So, dass einfach kein Verdacht mehr aufkommt. Dann sage ich, seit Tagen sollte gar kein Verdacht mehr aufkommen. Mhm. Seit Tagen mach ich nichts mehr, verstehst? Mhm. Aber das ist wohl draußen, wird das anders angebracht. Zumindest habe ich es so verstanden. Ja, aber jetzt konntest du mir sagen, dass das eben... wie das wirklich ist. Ich meine... Ich kann hier den ganzen Tag beobachten, was man sagt und was man tut. Und können die Fragen schon richtig stellen, dass sie die richtigen Antworten bekommen, die sie haben wollen. Was heißt das im Klartext für euch beide? Aber richtig. Macht nichts. Was meinst du, warum es dir nicht gut geht? Ja, wegen den Zigaretten einfach. Ich habe das nicht gehabt. Wegen ihr ein paar andere Sachen. Dann bin ich total sensibel, denke ich mal. Ich habe keine Laune, ich rede nichts. Und das geht bestimmt auch nicht weg. Es dauert voll lange, denke ich mal. Naja, aber vielleicht kriegen wir ja morgen Lieferung oder so. Ja, morgen. Ich denke gar nicht so viel, was das Wasser ist, was das macht. Nee. Keine Ahnung.
nur eine Woche hier drin